So, der Titel sagt, ist Frutaria in Deutschland möglich? Und vorweg, es ist eigentlich total egal, ob man sich überhaupt, also die Frage ist eigentlich schon total egal, weil es unwichtig ist, ob man sich frutarisch ernährt oder nicht, nach welcher De Definition auch immer. Warum finde ich das nicht wichtig? Ich finde, man engt sich dadurch immer total ein. Dadurch, dass man sich irgendwelchen Konzepten unterlegt, sodass man halt meint, ich möchte jetzt das unbedingt machen, ich möchte das unbedingt machen. Und damit versperrt man sich über den Weg, mal auch einen Schritt zurückzugehen, der eventuell notwendig ist, um dann halt wieder schneller voranzukommen. Und das habe ich letztens jetzt auch gemerkt. Und was mich auch zum Schluss kommen lässt, dass es halt ja, für eventuell 0,00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 
Dann habe ich halt die Nüsse genommen und es war richtig Hammer am nächsten Tag. Wie krass Energie ich da hatte. Das ist unbeschreiblich, als ich da losgesprintet bin. Das fühlt sich halt auch an wie unendliche Energie, dass man so aus dem Unendlichen schöpft. Jeder hat gleich viel Energie zur Verfügung. Es ist immer dieselbe Quelle und die Quelle ist unendlich und perpetuell und unerschöpflich. Und es geht nur darum, den Körper sozusagen so zu reinigen, dass halt der Energiefluss auch, ja, dass er immer besser wird. Das ist nicht nur der körperliche Aspekt, auch durch den geistigen Aspekt, dass man halt geistige Blockaden löst und loslassen kann, dass man darauf auch meditiert und so weiter. Dann fließt die Energie auch schon besser. Und ich hatte wirklich gedacht, als ich losgesprintet bin, ich bin schneller als der schnellste Mann der Welt. Also es ist richtig krass, aber es fühlt sich gleichzeitig auch nichtig an, das auch wirklich irgendwie auszuprobieren oder zu machen oder zu beweisen. Das ist einfach irgendwie alles egal. Höchstens um halt andere Leute vielleicht ein bisschen zu inspirieren, werde ich da in Zukunft irgendwas mal versuchen. Aber ich mache mir halt wegen nichts mehr irgendwie Stress oder irgendwas. Und deswegen, wie ich auch vorhin mit dem Schlaf berichtet habe und dass man sich halt auch nahezu unsterblich schon bereits fühlt, dass die Zeit sich auflöst. Deswegen habe ich gar kein Bedürfnis mehr, jetzt irgendwie sich noch auf Reinigungsweg zu konzentrieren. Das ist jetzt nebenbei alles. Also Ernährung hat sich für mich jetzt abgeschlossen. Ich esse nur noch das, was ich essen will. Und da zieht es mich halt wirklich einfach zu Säften und Früchten. Das ist das, was ich essen will. Und ab und zu kommt halt das Bedürfnis, sich physischer zu fühlen, esse ich halt Nüsse. Und das ist, ich meine, ich habe so viel Energie, da ist das scheißegal, auch wenn ich jeden Tag Nüsse essen würde. Weil das Geistige ist einfach befreit und das war mein Ziel damit und dadurch, dass das Geistige befreit ist, kann das viel besser kompensieren und ja, auch wenn es optimal wäre, wenn man nur so circa 200 bis 400 Kalorien am Tag zu sich nimmt. Ich habe auch jetzt halt schon so viel krass Energie, dass es macht gar keinen Sinn. Einfach dieser Gedanke schon, sich weiterzuentwickeln, macht gar keinen Sinn mehr. Auch einfach wegen dieser Zeitlosigkeit. Das kommt jetzt einfach alles automatisch und ist immer im Jetzt. Ich kann das gar nicht halt so richtig erklären, weil halt viele halt nur mit dem Verstand funktionieren und das entzieht sich dem ein bisschen. Aber es macht halt nur noch der Moment Sinn. Und ja, weil man fühlt sich halt auch unsterblich. Es macht gar keinen Sinn, überhaupt irgendwie was Zukunft ausgerichtetes zu machen oder sich auf irgendwas konzentrieren, das mit irgendeinem Ziel ist, das irgendein Ziel verfolgt, weil man halt jetzt, also ich fühle mich halt angekommen. Und deswegen spielt das alles gar keine Rolle mehr. Ich würde auch gekochte Nahrung essen, wenn es mich halt dazu ziehen würde. Tut's aber nicht. Ich esse halt nur das, was mich mag, am maximalsten befriedigt und das sind halt Säfte und Früchte oder also maximal wäre sogar halt nichts essen. Aber aus Spaß esse ich halt trotzdem, weil das Essen selber halt auch Lichtenergie generieren kann, weil es halt Spaß macht. Es macht für mich auch Spaß, nichts zu essen oder wenig zu essen, aber darum geht es halt gar nicht, nichts zu essen. Und mein Bewusstsein ist jetzt auch noch nicht so weit, dass ich die ganzen Umweltgifte dann abpuffern könnte. Und deswegen esse ich halt auch noch, um halt Sachen abzupuffern und sich physischer zu fühlen, weil das halt alles ein Prozess ist. Und ich bin halt noch relativ am Anfang vom Prozess, auch wenn ich schon gleichzeitig sehr weit bin im Vergleich zu den meisten Leuten. Aber es ist halt gar nicht wichtig für mich, da noch weiter voranzuschreiten, weil das sowieso automatisch passieren wird und ich halt jetzt mich jetzt schon unsterblich fühle und total befreit fühle. Und da ist dann so, sind dann solche Konzepte wie Frutaria oder Rohkost jetzt auch total nichtig geworden. Und darum geht es auch wirklich überhaupt nicht. Es geht darum, wie Eret zum Beispiel beschrieben hat, den Körper zu reinigen und sich halt weniger von
weniger physische Nahrung drin zu haben, weil wir halt alle nicht mehr in Balance sind. Unser Geist ist halt dauerhaft beerdigt. Das sieht man bei den meisten Menschen. Wir fressen uns wirklich zu Tode. Es ist ein Mythos, dass wir dreimal am Tag essen müssten und dann auch noch dreimal am Tag diese beerdigende, schleimbildende Nahrung. Was die meisten halt essen, halt Tierprodukte in erster Linie und dann halt Stärkeprodukte. Das sind so die Sachen. Also es reicht auch einmal am Tag zu essen. Und wenn man halt Bock hat, dann isst man halt zweimal am Tag. Aber mehr braucht man auf keinen Fall, auch nicht bei unseren Umweltgiften hier. In tropischen Regionen, wenn man schon gereinigten Körper hat, dann braucht man auch nur alle paar Tage mal ein bisschen was essen. Das würde da auf jeden Fall funktionieren und da würde dann auch Frutaria funktionieren. Aber das ist für mich halt auch überhaupt nicht wichtig. Für mich ist das auch gar kein Unterschied mehr, ob ich jetzt mich frutarisch ernähre oder ob ich halt auch gekocht essen würde. Nur mich zieht es einfach nicht mehr dahin. Weil der Geist halt befreit ist und wenn der Geist befreit ist, ist es kackegal, was man isst, je nachdem, wie weit man da schon ist. Das ist halt auch nicht so, dass man dann jeden Tag irgendwie sich halt wieder eine Riesenportion Kartoffeln reinhauen sollte. Das auf keinen Fall. Dann wird der Geist wieder langsam immer mehr und mehr und mehr wieder beerdigt. Und das ist meiner Meinung nach auch nicht Zweck der Geschichte. Aber mich zieht es halt auch überhaupt nicht dahin. Wenn der Geist aber befreit ist, dann zieht's einen halt nicht mehr so überhaupt zu physischer Nahrung. Weil halt das Geistige das Wichtige ist und das an einen am meisten erfüllt und dann ist halt sowas wie Nahrung total unwichtig. Das ist nebenbei. Ich denke überhaupt nicht mehr an Essen oder irgendwas. Ich versuche einfach nur noch mein Leben zu leben und dann halt mal aus Spaß. Oder wenn man das Bedürfnis einfach hat oder das Bedürfnis halt sich ja physischer zu fühlen, dann isst man halt mal was und dann ist halt gut. Dann bin ich, wenn ich dann auch, halt auch mal Nüsse esse, die halten mich dann für mindestens 24 Stunden. Wenn ich mich halt wirklich dran satt esse, so 200 Gramm, das wären dann 1200 Kalorien direkt, so 200 Gramm Nüsse, das hält mich dann für mindestens 24 Stunden satt. Aber da zieht's mich halt auch nicht hin, nur in Ausnahmesituationen, oder wenn ich mich halt alle paar Wochen vielleicht halt ein bisschen mal halt, das Bedürfnis habe, halt was Dichteres zu sich zu nehmen. Aber ich mache mir halt überhaupt keine Gedanken mehr drum und esse einfach alles, was ich will. Ja. Gekochte Nahrung kann, schätzungsweise wird das ein bis zweimal im Jahr vorkommen, vielleicht in sozialen Situationen oder so. Ich mache mal keine Gedanken mehr drum. Weil man kann halt sowieso nicht komplett entgiften und wie gesagt, bin ich da halt so weit, dass ich halt so glücklich bin, dass eine weitere Progression egal ist. Es kommt einfach automatisch, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es ist egal, ob man sich frutarisch ernähren kann hier oder nicht. Ja. Aber ich habe es einfach trotzdem mal gemacht, hypothetisch dieses Video und diese Frage zu beantworten.